Hallo, ich bin Marcel. Wir spielen hier am ZRTs auf der Kingdom weiter. Los geht's! Es ist unglaublich. Was? Wie um alles in der Welt hast du den Sturz von der oben heil überstanden? Was? Rauru. Damit weiß ich doch, der erste König Hyrule ist von dem ich. Gente berichtet so, nicht wahr? Ja. Das ergibt alles überhaupt keinen Sinn, kann ich mit Sicherheit sagen. Die Mumie, die du im Untergrund gesehen hast, steht gewiss mit dem Kat in Verbindung. Und was das Zustand des Schlosses und die immer herabfallenden Ruinen betrifft, es würde mich doch sehr wundern, wenn hierfür nicht auch der Platimus verantwortlich wäre. Was mich jedoch am meisten fasziniert, ist die Tatsache, dass du die Stimme der Prinzessin gehört hast. Bitte finde mich doch ihre Worte nicht. Wenn das stimmt, dann ist die Person also am Leben. Vielleicht kann sie uns Schloss Herr Schutz finden und ruft dich. Von dort an ist mir etwas unangenehm, dich nach einem Gefühl zu fragen. Lässt du dich bitte beim Suchtrupp der mit dem schönen Schloss herausschaut, euch dabei. Der Name der Truppenführer lautet Holm. Hilf ihm dabei, die Präsenz wegen. Die Mumie, die dir dort so übel mitgespielt hat, findet sich doch immer in der Nähe. Aber die Zeit drängt und uns bleibt nicht der Wahl. Ich zahle auf die Flink. Kaidempura, best und bekannte Forschung auf dem Gebiet antiker Technologie im ganzen Land, den Dienste des Königreiches erforschte weiter mit die Sonau-Kultur und das Miasma, das ursprünglich im Schloss erschienen war. Ihr das Alter von mehr als 100 Jahren sieht man ihr nicht an. Sie ist an sich selbst versuchen zur Alterungsumkehr vorgenommen und hat teilweise wie sie sogar noch jünger als jetzt. Okay. Ah, oh, da geht's dir hier auch. Oh Mond, okay. In oh Mond, tiefes Rot gefärbt. Nichts entgeht deinem blutigen Schein. Die Seele der Monster erlangt wieder eine fleischliche Gestalt. Wie einst im großen Kriege es geschah. Ergießt sich ihr Hass von neuem über das Land. Stein, Brett auf der Welt ist doch da oben noch gekrockt, glaube ich. Ich glaube, das immer noch stimmt. Hier im Kochzahn.
Zentralplatz sind wir da angekommen, von hier aus. Ja, Flix-Direktor, Thomas, geht es dir gut? Ach, was habe ich angedichtet? Oh nein, Direktor, du, bitte verzeih, dass ich die dafür gibt es keine Entschuldigung. Es mag nur ein Schild sein, aber für eine Abbildung von Direktor Thomas, die den Boden berührt, gibt es nicht keine Entschuldigung, Direktor Duma? Kennst Direktor Duma nicht? Er wurde der von der Prinzessin Zelda hochst berührt. Ihre Aufgabe stellt er über den Materialdepot auf und bildet damit das Fundament für Bauten. So. Nebenbei hat er auch noch das Bauunternehmen Dumas aus dem Boden gestampft und zu einem. Okay, er war doch gar nicht damit fertig. Also, jedenfalls rede jetzt nicht gerne darüber, dass die Leute jedes Mal vor Neid erblassen lässt. Okay. Haufen Dr. Thomas höchstpersönlich einen sehr besonderen Spezialfrage einkommen. Mein Auftrag besteht darin, allorts Schilder aufzustellen, um für das Unternehmen Thomas zu werben. Okay, aber das ist längst nicht alles. Es sich nämlich um Schilder. Verstehst du bestimmt? Genau deswegen fungiere ich hier. Nur keine Furcht. Der Dummer. Ach ja, das stellt jetzt all die anderen auf. Ich, lass mal los. Ah, was? Stellst du? Ich lasse es jetzt los. Was zur Zeit? Okay, halt nicht. Ich bin ja fast herbau. Und ob man da direkt der Forster kann ich herbauen, mit dem mit Synthese verbringen mit ihm. Das jetzt mit Synthese verbunden mit dem Schild, ich bin jetzt nicht ganz sicher. 100%ig. Dann Stütze her. Ich kann ein bisschen stabiler machen, beidseitig. So,
dass man muss mich darauf konzentrieren. Dann mal los. Ach was, du weißt, dass ich das Ding... Ja, aber ist ein bisschen blöd, hä? Ey, was zu... Welche gemein, also. Gut, dann machen wir es halt ein bisschen anders halt. Das soll nicht hätte die Synthese. Seht man doch das an. Zum Modus stützen. Das nicht. Okay. Huts.
Also probier jetzt mal loszulassen, mal schauen, ob es jetzt hat. Sie haben sich ein bisschen besser gestützt, es sieht ein bisschen komisch aus, aber das ist nicht grossartig. Steht von allein, ganz ohne. Das ist ja genial, wieso ist mir das nur so schnell gefallen? Na klar, wieso benutzt du nicht diese Konstruktion? Mach das so und zerre dir das fest. Okay, ich bin gespannt. Alles fertig. Danke deiner Hilfe kann ich das Schild fest im Boden verankern. Jetzt muss ich es nicht mehr die ganze Zeit stützen und sondern hier als Dankeschön oder Rubin. Nein, danke gegen, außerdem hast du da noch Kräuterreisebälchen. Eigentlich bin ich dir noch was schuldig, das hier stammt aus mehr ganz persönlichen Sammlung. Übernachtungsgutschein, okay, danke schön. Dann kommt ein Gegengutschein, den man an einer Stätte für einige. Okay, jetzt. Gut, dann bin ich mal weg. Okay, tschüss. Oink, was bist du im Schloss heruntergekommen? Stell dich die ganze Zeit hier wache und krieg das dann nichts mehr. Gut, wie es scheint, habe ich noch eine ganze Menge Training vor mir. Truppenführer Holmes weiß bestimmt immer noch nicht, dass du wieder bist. Er ist auch mal auf dem Tor des dritten Walls, auf dem Hügel hinter diesem Tor. Beeil dich. Ich bin mir sicher, dass er überrascht sein wird, dich zu sehen, Link. Hoppla, ist ein Kirchsteifersturz. Ah, da ist eine. Wer ist da? Saras, wir sind alle in hohem Alarmbereitschaft. Also hau ab und lauf weg. Link, mein erwerter Link, Ritter. Bitte verzeih, dass ich euch nicht sofort erkannt habe. Ich wusste gar nicht, dass ihr schon zurück seid. Das weiß dann, was wir können die Suche nach euch einstellen. Ja, also. Auf jeden Fall solltet ihr euch so beim Truppenführer Holmes beim Tor des dritten Walls melden. Folgt einfach dem Walls. Okay, machen wir. Das ist der Tut ist verboten. Eine Teil des Zeldastruppentrupps ist hier nichts zu suchen. Befehl des Truppenführers Holmes, du kannst natürlich versuchen, dir vom Truppenführer eine
Ausnahmegenehmigung zu holen. Muss sich beim Tor des dritten Walls finden. Okay. Hoppla, was machst du? Husch, weg von dir. Okay, so gesagt. Ja, krieg her, wie? Sonst wirst du. Das ist das Gleiche. Okay, okay. Bist du da? Komm da her. Komm da her. Okay, da. Aha! Du hast mich gefunden, ihr Betrugsamen. Diesen Bereich haben wir schon durchsucht. Leider haben wir nichts gefunden, bitte. Warte mal, du bist dem Großen. Pass auf, dem Grubentruber holst dich, der vor Schreck vom Tor den Wolf herabgefallen. Hoffe nicht. Bist du hier, um bei der Suche nach Pincinella zu helfen, genau wie wir? Jeder von uns hat Pincinella viel zu bedanken, deshalb hier, um mir zu helfen, aber die Truppenführer steht oben auf dem Tor und kommt bestimmt nicht extra runter, um es... Naja, letztendlich sind wir ja auch auf eigene Initiative hergekommen, da müssen wir wohl durch. Danke, ja. Die Waffen, die man hier findet, sind auch alle. Es gibt wohl auf der ganzen Welt kleine Waffen mehr, deren Klinge nicht schartig ist. Okay, zerfetzt. Oh, ein Neuling. Als der Katalysmus über uns kam, wurden Schwerter, Lanzen und sämtliche andere Klingenwaffen plötzlich zerfressen. Okay. Haben schon überall nach Intaktwaffen gesucht. Scheint, als wäre wirklich ganz wenig von dem Bereich. Kann man sie auch schlecht. Uns bleibt nichts viel übrig, als die Waffen mit irgendwas zu verstärken. Okay.
Holmes, es tut mir leid, ich bin gerade beschäftigt. Hä? Ich höre nichts mehr. Wer Link, ihr seid das tatsächlich. Bin so froh, dass es euch gut geht. Dann ist Prinzessin Salah bestimmt auch in Sicherheit, oder? Puh, bin ich erleichtert. Wie bitte? Prinzessin ist nicht euch zurückgekehrt, aber ihr habt es Stimme gehört. Und nun wollt ihr euch der Suche nach ihr anschließen? Oh, ich verstehe gar nichts. Sollten auf jeden Fall die Suche nach welchen. Ich wäre natürlich sehr dankbar, wenn du ein Held ihr euch uns anschließen. Eigentlich, ehrlich gesagt, halt erfolgt sich bisher stark in Grenzen. Hier ist uns das Miasma im Weg. Truppenführer Holmes, da ist Prinzessin Zelda. Ihr habt es doch auch gesehen. Die Zelle hat sich im Licht aufgelöst und ist verschwunden. Was geht das nur vor sich? Schnell, wir müssen zurück. Warum hat sie bisher nicht auf Ruf reagiert und ist einfach verschwunden? Dieser Vorfall muss unverzüglich die Pura gemeldet werden. Angesichts der Situation zieht uns ebenfalls von hier zurück. Okay, aber das wird eine Weile dauern, denn nämlich große Einheit. Okay. Die an meine Stadt, die Rektorin Pura, über diese Bewegung unterrichten. Machen wir doch. Leider dort noch keinen Portpunkt, den Teleportpunkt gesetzt. Ich wollte nicht laufen. Oder ein Krok. Mit reaktivieren. Oder der hat Ballon für den Hund. Okay, wie ist. Also hin. Okay, schießen wir doch die Ballon ab. Bessere Bogen. Wo bist du? Noch nicht, hab ich gehört.
Ja, ihr wisst, der Restbahn hätten wir. Das ist ein bisschen da. Ja, toll. Ja. Der lässt mich nachher von oben. Nein, wirklich. Und da, zweiter Ballanheimer. Und da müsste ich auch irgendwo. Er ist halt da auf dem Ort. Jetzt schön hinter dem Flügel. Jawohl, er verwutscht. Aha, du hast mich gefunden. Hier ein Krachsamen. Ja, zu Etablix, das Vermächtnis des Zeitalters der Mythen und Legenden. Wer hatte gedacht, dass wir es einmal in dieser Form zu sehen bekommen würden? Ah. Für uns von der Sonau-Forschung ist das ein sensationelles Glücksfall. Sollten dankbar sein, aber was ist alles Welt? Nur dieser Katalysmus. Hm. Fura hat sich die im Forschungslabor eingeschlossen und sie hofft. Ah. Okay. Nicht schon. Apura, willkommen zurück, Link. Du ihn gefunden? Was? Du hast mich jetzt leider gesehen. Schloss Heru aus. Sie ist zu dem Licht geworden und weggeflogen. Das ist sehr, sehr komisch. Puh, du erzählst immer die mildesten Geschichten, aber wenn du das wirklich gesehen hast, muss ich dir mal glauben. Ja. Das heißt, wir müssen wohl anders an die Sache ran. Davon ausgehen, dass die Prinzessin zu einem anderen Ort geflogen ist, dass sie wohl das Katalysmus erforschen, dass die Folgen überall. Es gibt da oben ein paar Orte, die schon erforscht haben, und ich bin mir sicher, dass uns Forschung auch auf die Spuren hilft. Du hast das Bürgerpad bei dir, oder? Diesmal bitte kurz haben. Meine Güte, ist das weggenommen aus. Was ist das damit angestellt? Aber zu funktionieren scheint es noch. Welcher Knopf ruft nochmal das Kart auf? Hä? Wie? Aha. Ah, tut mir leid, jetzt wollte ich auf dem Bett die Karte von Harris aufrufen. Aber das Kartenlauf, wie mit diesem Hilfe erstellt wird, ist noch gar nicht bereit. Sehr schade. Okay, tschüss, wie sieht es aus mit dem Kartografen? Also. Okay, grundsätzlich ist er fertig.
Aber? Oh, der Teleporter muss noch abgestimmt werden. Und hat den Teleporter gut. Teleporter, das soll doch ein Kinderspiel sein. Tut mir leid, wir werden auf Hochtouren daran arbeiten. Kannst du dich noch etwas gedulden? Ja, machen wir doch. Doch einfach mal ein paar Pausen und so. Dieser Posten stellt auch Wohlkontakt zur Verfügung in sogenannten. Dort findest du kostbare Betten, Bücher und so, okay. Ah, bei dem Ding, okay, dann würden sie dich noch an der Nacht. Oder möchtest du Kleider kaufen? Haben wir schon gesehen, du kannst du dich einmal in. Ups. In der einmal an einem Kartografen, wenn du zum Abbruch hinbekommst. Komm, Joey, das wird das Teleport erledigen. Ich hast Schalterdienst. Oh, jawohl, Direktorin Pura, ich stelle bereit, Schalt. Ich danke Ben das Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Gebt mir ein Like, falls es euch gefallen hat. Lasst mir ein Abo da. Tschüss zusammen.